warum will ich das stärken? Weil wir doch jetzt in einer Zeit sind, was hatten wir denn vor ein paar Tagen? Wir hatten den BRICS-Council. Wir sind doch raus aus einer, ich sage mal, hegemonialen transatlantischen Welt. Die Amerikaner verlieren doch eigentlich gerade ihre globale Dominanz. Wir sehen den Dollar sozusagen sinken. Wir sehen, dass die BRICS-Länder da sind. Russland, China, Indien, Südafrika. Wir sehen, dass andere Länder beigetreten sind. Der Iran, Saudi-Arabien. Wir haben eine riesengroße Formierung einer sogenannten multipolaren Welt. Und in dieser multipolaren Welt, sage ich, hat Europa nur eine Chance, wenn wir auch ein geeinter Pol werden oder wir werden uns im nationalstaatlichen Klein-Klein zerreiben. Und das ist doch der Grund, dass wir uns jetzt als Europa nochmal darauf besinnen, was ist unsere Kultur, wie möchten wir die politische Repräsentanz in Europa, wie möchten wir die zum Ausdruck bringen. Und da biete ich eben dieses regionale Konzept, bei dem niemand seine Identität verliert, aber Europa trotzdem an Stärke gewinnt. Und dann wären wir ein europäischer Pol und könnten auf Augenhöhe mit China, Russland, Südafrika, Brasilien und so weiter sozusagen in Kontakt treten und natürlich irgendwie, ich sag mal, eine Weltordnung gestalten.